Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, liebe Zuschauer des Kabeljournals. Ich hatte mir ja das Osterfest anders vorgestellt. Die ganze Situation sollte schon zu Ostern sich weitestgehend entspannt haben. Ich meine diese ganze Pandemie. Leider ist das nicht der Fall und wir gehen wieder in eine Verschärfung. Aber glauben Sie mir, auch diese Zeit geht vorbei. Es ist nicht ganz einfach in dieser Zeit, aber ich glaube, gemeinsam werden wir das schaffen und müssen wir das vor allen Dingen schaffen, über diese schlechte Zeit noch hinwegzukommen. Ich glaube, eine Lösung ist in Sicht und die eine Sache des Testens ist für mich das eine Puzzle und das andere Puzzle ist natürlich, lassen Sie sich bitte alle impfen. Auch wieder erwarten von Meldungen, die nun nicht gerade positiv sind. Ich weiß, dass viele skeptisch sind gegenüber der Impferei, aber ich glaube und ich werde mit auch gutem Beispiel vorangehen und mich natürlich, wenn es geht, impfen lassen. Wenn ich nochmal zurückkomme auf das Osterfest. Gehen Sie an die frische Luft, gehen Sie wandern, gehen Sie Radfahren und wir werden das gemeinsam überstehen. Und eines muss auch nicht ausfallen, das Ostereiersuchen bleibt trotz alledem bestehen. Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien, natürlich ganz besonders den Kindern, auch für das Osterfest alles, alles Gute. Bleiben Sie oder werden Sie gesund? Das wünscht Ihnen ganz besonders Ihr Bürgermeister aus Niederfronau, Klaus Kertscher. Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Die Gläser standen bereit. Wenn man schon Corona-bedingt nicht feiern darf, dann wenigstens auf das neue Auto anstoßen, das der Freiwilligen Feuerwehr Hartmannsdorf am 20. März offiziell übergeben wurde. HLF-20, wir haben es gerade nochmal gehört, Hilfeleistungsfahrzeug, genau. Dieses Fahrzeug ist schon eine ganz schöne, gewaltige Investition auch für unsere Gemeinde. Aber wir müssen dazu sagen, so wie die Feuerwehr aufgestellt ist bei uns und die Wertschätzung, die sie erfährt in unserer Gemeinde, sowohl beim Gemeinderat als auch bei mir, rechtfertigt das. Das müssen wir einfach so sagen. Und wir haben immer wieder erlebt, immer wieder bei euren Einsätzen oder auch im Zusammensein mit euch, dieser Teamgeist, diese Kameradschaft, die hier eine Rolle spielt, ist auch wesentlich für das gute Funktionieren dieser Feuerwehr. Und da bin ich auch besonders stolz drauf. Und das kann ich auch, denke ich, im Namen der Gemeinde Hartmannsdorf, der Bürgerinnen und Bürger auch so überbringen. Wir haben nicht diskutiert, als es darum ging, wir brauchen nach 25 Jahren ein neues Fahrzeug. Es gab keine Diskussion im Gemeinderat, wir waren uns allerdings einig, dass wir gesagt haben, gut, okay, wir werden versuchen, auch Fördermittel dafür zu bekommen, weil diese Anschaffung von über 400.000 Euro ist nicht so leicht zu stemmen, das muss man einfach so sagen. Der Kauf des neuen Einsatzfahrzeuges wurde mit Mitteln aus dem Landeshaushalt unterstützt. 43.000 Feuerwehrleute haben wir in Sachsen, die ihren Dienst tun und das gilt, unterstützt zu werden und deshalb ist es richtig. Wie gesagt, der Freistaat hat ja kein Geld, das ist alles Steuergeld, was wir bloß geliehen haben und wieder ausgeben müssen. Und wenn hier 182.000 Euro Fördermittel, also am Ende Steuergeld, in diese Feuerwehr, in diese Anschaffung geflossen sind, dann ist es eine richtige Investition, dann hat man die richtigen Prioritäten gesetzt und damit kann man auch die Sicherheit hier in Hartmannsdorf und in der Zusammenarbeit mit den Gemeinden um Hartmannsdorf herum wieder ein Stück weit verbessern. Auch andere wären im Landkreis Mittelsachsen durften sich über Neuanschaffungen freuen. Die vom Land zur Verfügung gestellten Mittel verteilte der Landkreis. Der Landrat Matthias Damm betonte: Es ist ganz wichtig, dass man gerade was die Feuerwehr anbelangt immer wieder darauf hinweist, dass es bei uns in der Gesellschaft Menschen gibt, die Tag und Nacht rund um die Uhr für andere da sind, die nicht fragen, wer bist du, kriege ich Geld dafür, sondern wenn es darauf ankommt, sind die Kameraden im Einsatz
und wir können uns darauf verlassen. Und wir haben bei uns im Landkreis ein sehr gutes Netz an Feuerwehren und die Feuerwehr Hartmannsdorf ist innerhalb der über 5000 Kameraden, die wir bei uns im Landkreis haben, ein stabiler Faktor und Partner. Den Autoschlüssel übergab der Bürgermeister Uwe Weinert an den Gemeindewehrleiter René Böhme. Alles halt gute Fahrt mit diesem Fahrzeug, ich weiß, dass es bei euch in ganz guten Händen. Also, nochmal René, alles Gute und alles halt gute Fahrt. Danke. Das erste offizielle Starten von Blaulicht und Sirene wurde Erik Zimmermann überlassen. Der großen Anteil daran hatte, dass die Hartmannsdorfer Wehr nun mit neuem Fahrzeug ausrücken kann. Nicht nur neu, sondern auch besser ausgestattet. Der Einsatzmehrwert des neuen HLF-20 ist bedeutend enorm höher. Wir haben jetzt statt 1200 Liter Wasser 2500 Liter Wasser, also mehr als das Doppelte an Bord, was uns bei Brandeinsätzen in der Erstphase sehr zum Vorteil kommt. Als man das Auto mit Gerätschaften ausrüstete, hat man an vieles gedacht. Wir haben jetzt die technische Komponente besser angepasst auf das heutige Einsatzgeschehen, aufgrund, dass die technische Hilfeleistung gerade Bezug auf die Türnotöffnung immer mehr wird. Wir haben in Bezug auf die Autobahn Schere, Spreizer besser angepasst, sodass wir effektiver arbeiten können. Wir haben jetzt auf dem neuen Löschfahrzeug eine Wärmebildkamera verladen, die uns hilft, bei Restablöschungen Glutnester eher zu finden, um weniger Schaden zu machen, um an die Glutnester heranzukommen. Wir haben auf dem neuen Fahrzeug Abschüttsysteme für technische Hilfeleistungen, die vorneweg nicht verladen werden, wenn Autos auf der Seite liegen oder auf dem Dach liegen, um diese stabilisieren zu können. Man hört schon heraus, Feuerwehr ist nicht mehr wie anno dazumal, nur im Einsatz, wenn es brennt. Die Anzahl der Brandeinsätze der Feuerwehren haben in den letzten Jahren abgenommen. Wir haben jetzt Großteil technische Hilfeleistungseinsätze und Brandmeldeanlageneinsätze, da die Firmen jetzt großteils mit Brandmeldeanlagen ausgerüstet sind und diese doch ab und zu mal einen Fehlalarm auslösen. Die Hartmannsdorfer Wehr musste auch im Corona-Jahr 2020 ausrücken. Im letzten Jahr hatten wir ca. 30 Einsätze. Der größte Einsatz befand sich auf dem Gebiet der Gemeinde Mühlau. Das war der Brand bei der Firma Lang, der uns 15 Stunden Einsatz kostete. Wir rücken im Durchschnitt mit 12 bis 15 Kameraden aus. Wir haben das Glück, in der Gemeinde Hartmannsdorf auch tagsüber wenigstens mit 2 Staffeln, das heißt 12 Kameraden, ausrücken zu können, da wir sehr viele Arbeitgeber am Ort haben und die der Feuerwehr auch wohlgesonnen sind. Die Freiwillige Feuerwehr Hartmannsdorf kann ebenso nicht über fehlenden Nachwuchs klagen. Also in der Jugendfeuerwehr sind wir sehr gut aufgestellt. Wir haben aktuell 21 Kinder in der Jugendfeuerwehr, davon 3 Mädchen. Wir müssen schon sehen, dass wir jetzt sachte machen, da wir kaum noch Platz haben für die Jugendfeuerwehr. Also in Hartmannsdorf die Resonanz sehr gut. Wir haben auch dieses Jahr wieder einen Kameraden übernommen, die aktive Abteilung. Vor 2 Jahren 3 Kameraden übernommen, die aktive Abteilung. Also wir können diesen Punkt nicht klagen und hoffen, dass es weiterhin so laufen wird. Nichtsdestotrotz wird Verstärkung in der aktiven Truppe gesucht. Unsere Dienste sind immer jeden zweiten Dienstag 19 Uhr. Die können auch unter der Internetadresse www.feuerwehr-hartmannsdorf eingesehen werden. Wir freuen uns immer auf neue Kameraden. Wer Lust und Laune hat, ist gern bei der Feuerwehr Hartmannsdorf gesehen. Auch wer bislang noch nicht ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr Dienst leistete. Kenntnisse bei der Feuerwehr braucht man eigentlich gar nicht. Alle Kenntnisse über die Feuerwehr werden bei der Feuerwehr in Lehrgängen und in Arbeit mit den Kameraden erlernt. Treue Dienste leistete ebenso der Alte. Ja, unser LF-1612, das Löschfahrzeug, was außer Dienst gestellt wird jetzt, wird veräußert. Wir sind gerade mit einer Gemeinde aus Mittelsachsen in Verhandlung, die das Fahrzeug höchstwahrscheinlich gern kaufen werden wollen. Sind die Hartmannsdorfer, nachdem sie nun ein neues Einsatzfahrzeug haben, wunschlos glücklich? Ja, Wünsche hat die Feuerwehr immer. Aber man muss auch sehen, was realisierbar ist. Und das ist ein Thema, was wir mit der Gemeinde noch besprechen müssen. Aber wir können jetzt schon sagen, die Feuerwehr Hartmannsdorf ist auf einem Stand, der sich wirklich sehr gut sehen lässt, im Gegensatz zu anderen Gemeinden, die teilweise noch mit DDR-Technik ausrücken müssen. Nachdem die Gläser gefüllt waren, musste man am 20. März nur noch auf das neue Fahrzeug anstoßen. Prost! Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie.
AXA-Team in Glaurau. Wir sind immer für Sie da. Hi, hier ist eure Nicoletta. Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, für was brauche ich eigentlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Kann ich euch gerne erklären, was ist, wenn ihr einen Skiunfall habt? Was ist, wenn ihr einen Mopedunfall habt? Ganz einfach. Ihr sitzt zu Hause, könnt nicht arbeiten gehen und die Berufsunfähigkeitsversicherung federt euch in diesem Fall ab. Wenn ihr mehr über die Berufsunfähigkeitsversicherung wissen wollt, meldet euch bei mir oder kommt gerne bei uns in der Agentur vorbei. Wir sehen uns. Sanitätshaus Desinfecta Wutzke, der Partner für Kliniken, Alten- und Pflegeheime sowie der Pflege zu Hause. Spezialisiert haben wir uns auf die Versorgung der Patienten mit Inkontinenzhilfen. In dieser Branche arbeiten wir bundesweit und sind anerkannter Partner aller gesetzlicher und privater Krankenkassen. Wir beraten und betreuen unsere Patienten kompetent, auch in anderen Bereichen. Wir bieten eine große Auswahl an Reha-Mitteln. Besuchen Sie unsere Ausstellung. Zu unserem Sortiment gehören neben Kranken- und Pflegebetten, Toilettenstühlen und Behindertentechnik eine große Auswahl an Rollatoren und andere Gehhilfen. Wir führen viele medizinische Produkte ohne Eigenanteil. Das heißt, unsere Patienten zahlen nur die gesetzliche Zuzahlung. Schauen Sie sich in unserem Geschäft um oder bequem im Internet unter www.desinfecta.de. Auch hier können Sie bestellen. Wir liefern für den häuslichen Bereich und im Alten- und Pflegeheimbereich. Das Sanitätshaus Desinfecta Wutzke ist anerkannter Partner der Krankenkassen und nach DIN ISO 9001 zertifiziert. Dadurch garantieren wir unseren Patienten einwandfreien Service und kompetente Beratung durch unser Fachpersonal. Sanitätshaus Desinfecta Wutzke, der zuverlässige Partner für Gesundheit seit 1994. Am 3. Märzwochenende konnte sich die Mietz noch genüsslich auf dem Parkplatz an Rostzwiesen in Augustusburg ahlen. Der Andrang in dem neu eröffneten Schnelltestzentrum hielt sich in Grenzen. Es ist Teil eines Pilotprojektes zum Lockdown-Ausstieg. Ein Schnelltest, der, wenn negativ, digitalisiert als Eintrittskarte für Augustusburger Gaststätten, Hotels, Museen etc. fungieren soll. Wie das funktioniert, erfährt man unter sicheroffen.de. Eigentlich sollte ab 19. März ein Stück Normalität nach Augustusburg zurückkehren. Der Plan wurde durch steigende Inzidenzzahlen kurzfristig gestoppt. Der Bürgermeister Dirk Neubauer konnte sich jedoch noch am 19. März mit Sachsens Landesregierung darauf einigen, dass das Projekt unabhängig von den Inzidenzen starten darf. Wenn sich nicht wieder etwas ändert, dürfte es wohl am 1. April losgehen. Wichtig bei der ganzen Sache ist der Schnelltest, für den man sich anmelden muss. Entweder über Internet unter augustusburg.de oder telefonisch 0372 91 12 50 04. Für den Amerika-Tierpark Limbach-Oberfrohna ist der 23. März 2020 einer der schwärzesten Tage seit Bestehen der Einrichtung.
Nachdem man Anfang März bei zwei verstorbenen Blaukehlguans die Vogelgrippe feststellte, wurden der Tierpark unter Quarantäne gestellt und sofort die Auflagen des Veterinäramtes des Landkreises Zwickau umgesetzt. In den folgenden Tagen starben allerdings weitere Tiere, weshalb der Landkreis am 22. März eine amtstierärztliche Verfügung über die Tötung der verbliebenen Vögel im Flamingoland erließ, die am 23. März durchgeführt wurde. 90 Vögel in 20 Arten betraf das, darunter Rosa Löffler, Seidenreiher und Rosa Sichler. Die Flamingos waren bei Ausbruch der Vogelgrippe zum Glück noch im Winterquartier, hatten damit keinen Kontakt zu anderen Vögeln und blieben somit verschont. Für den 30. März ist durch das Veterinäramt eine erneute Beprobung geplant. Im vergangenen Jahr musste die für den 14. März geplante Berufsorientierungsmesse am Sachsenring Corona-bedingt komplett ausfallen. Nun, 2021, fand die Messe Beruf und Bildung am 19. März virtuell statt. Organisiert von der Euro-Akademie Hohenstein-Ernsthal in Kooperation mit den Kommunen Hohenstein-Ernsthal und Oberlungwitz sowie der Arbeitsagentur Zwickau konnten Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuchende sich auf der virtuellen Messe im Internet über Beruf und Bildung informieren. Die unterstützenden Unternehmen waren allesamt mit ihren Ausbildungsberufen aufgelistet. In der Zeit von 10 bis 13 Uhr hatte man, wenn man sich angemeldet hatte, die Möglichkeit, das Messeprogramm zu verfolgen. Dass an der Tschopau-Brücke in Flöhers Ortsteil Plaue etwas passiert, davon kündeten bereits im Februar die Fließbahnen. Angebracht, um Vögel daran zu hindern, sich in der Brücke einzunisten. Die wird abgerissen, im Alter und Gesamtzustand geschuldet. Der Neubau erfolgt unter Beachtung der Hochwasserschutzbelange. Abgeschlossen werden sollen die Arbeiten Mitte 2022. Bis dahin wird es eine Behelfsbrücke für Fußgänger geben, deren Errichtung nun in der 4. Märzwoche startete. Ab 6. April wird die B180 im Baustellenbereich der Brücke über die Tschopau voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die S223 nach Augustusburg und die S236 nach Erdmannsdorf. 3,8 Millionen Euro wird die Gesamtmaßnahme kosten, die der Bund finanziert. Der kleine Tierpark in Hainichens Stadtpark ist noch immer Baustellenareal. Fernbleiben müssen die Besucher aber nicht. Ganz im Gegenteil, sie können die neuen Aussichtsplattformen nutzen, um zum Beispiel die Wildtiere im Gehege zu beobachten. Ganz neu sind die Vogelvolieren an der Stadtgärtnerei. Nachdem die im Februar fertiggestellt wurden, konnten Mitte März erste Bewohner einziehen. Unter anderem die Wellensittiche, die sich sichtbar wohlfühlen. Es kommen noch weitere Volieren hinzu, denn auch die Zebrafinken und Halsbandsittiche sollen ein neues Zuhause bekommen. Wie der Oberbürgermeister Dieter Kreisinger mitteilt, möchte man den Vogelbestand noch attraktiver werden lassen. Im städtischen Haushalt wurden für 2021 allerdings dafür keine Gelder eingestellt, weshalb sich die Stadt über Spenden freuen würde. 1 Million Euro wurden bislang für die Umsetzung des Parkpflegekonzeptes ausgegeben. Das Areal um die Stadtgärtnerei ist der dritte Bauabschnitt. Insgesamt gibt es 10, die sich über den gesamten Stadtpark erstrecken und in 4 Jahren abgeschlossen sein sollen. Von den 2,4 Millionen Euro Kosten werden 2/3 aus dem Stadtumbau-Förderprogramm bezahlt. Fortgeschritten sind auch die Arbeiten an der Freilichtbühne. Im Herbst 2020 hatte man mit dem Abtragen des alten Zuschauerbereiches begonnen. Ein Großteil der neuen Bänke steht schon. Geplant ist auch die Erneuerung der Bühne. Es gibt nicht nur Bürger, die darauf warten, dass die Kommune für ein schönes Lebensumfeld sorgt, sondern auch Bürger, die selbst einen aktiven Beitrag leisten, ihre Gemeinde oder Stadt attraktiver werden zu lassen. Jetzt erst wieder in Limbach-Oberfrohna geschehen. Am 18. März wurden im erst 2020 eröffneten Spiel- und Verkehrsgarten 2 neue Bäume gepflanzt. Den einen spendierte die Familie Hilbig und den anderen Matthias Kuhn, der Chef der benachbarten Firma. Weil ich mich freue, dass hier was Gutes entstanden ist und das wollten wir als Firma einfach unterstützen. Wir wohnen schon immer in Oberfrohna. Das ist, ich habe mal geforscht mit der Familie, schon 4 Generationen. Mein Vater ist in die Gerd-Hauptmann-Schule gegangen, ich, meine Kinder. Und dieses Areal, das kennen wir immer nur als
alte Kaufhalle und dann abgebrochen und als hässlicher Schandfleck mitten in dem Ortsteil von Oberfrohna. Das war ein lang gehegter Wunsch der Oberfrohna, dass dieses Niemandsland oder dieses Brachland endlich gestaltet worden ist und damit Oberfrohna einen weiteren Höhepunkt bekommen hat. Und dass das genutzt werden muss für die Öffentlichkeit an dieser Stelle, wo alle Bürger vorbeikommen, das ist doch wunderbar. Und deshalb kam nur dieser Platz als Spielplatz für uns in Frage. Da ich Stadträtin bin, hat es mich sehr gefreut, dass im Stadtrat auch eine große Mehrheit dafür war, dass wir das so machen. Eine Beobachtung, die Matthias Kuhn bislang machte. Dass hier viele von weiter herkommen, wenn man am Wochenende auf den Parkplatz schaut und wer da mit Fahrzeugen hier erscheint. Das sind nicht nur alles Limbacher aus der Gegend, sondern die kommen auch schon weiter. Und das ist besonders schön, dass das überregional schon bekannt ist. Weil das wirklich ein schönes Areal ist. Und wir freuen uns einfach, dass hier so ein toller Spielplatz entstanden ist. Das wertet auch unser Oberfrohna hier etwas auf und deshalb spenden wir auch den Baum, dass hier ein schöner Park entsteht. Die zwei neuen Bäume sind keine gewöhnlichen. Matthias Kuhn entschied sich für einen Ambaubaum. Ja, der hat eine besonders schöne Laubfärbung und ist eine solitäre Pflanze, die hier selten verbreitet ist, aber mit diesen klimatischen Bedingungen hier klarkommt. Familie Hilbig spendierte einen Tulpenbaum. Der wird sehr groß und ist in Deutschland eigentlich in Parkanlagen öfter zu sehen. Also nicht so geläufig, aber das ist ein großer Parkbaum dann mal. Dieses Areal ist ja auch nicht nur für Kinder da, sondern auch mittlere und alte Generationen. Durch die Bänke kann man sich ja schön ausruhen und wenn so ein schöner Baum da ist und da wächst und den hat die nächste und die übernächste Generation. Das wollen wir ja. Und da erziehen wir auch eben unsere Bürger dazu, dass diese schöne Natur zu achten. Leider gab es in den vergangenen Monaten in Limbach-Oberfrohna verschiedene Vorfälle, die verdeutlichen, dass nicht jeder Achtung vor dem Gemeinwohl hat. Dank 1.000 € Belohnung, die die große Kreisstadt auslobte, konnten nach Zeugenaussagen allerdings zwei 15-jährige Täter ermittelt werden, die im Dezember 2020 Stromverteilerkästen im Stadtpark zerstörten. Ermittelt wurde außerdem, welches Kind im Oktober 2020 auf dem neuen Spielplatzgelände in Oberfrohna sein Unwesen trieb. Die Stadt Limbach-Oberfrohna wird weiterhin solches Vorgehen verfolgen und konsequent Schadenersatz von den Tätern einfordern. Die Einwohner sind ausdrücklich dazu aufgefordert, Fälle zu melden, wo in erheblicher Art und Weise Gemeinwohl beschädigt wird. Es wird auch zukünftig eine Belohnung geben, wenn durch sachdienliche Hinweise Täter ermittelt und überführt werden können, die an Zerstörungen in öffentlichen Anlagen beteiligt waren oder illegal Müll ablagerten. Ab 15. März sollten auch im Landkreis Zwickau endlich Corona-Lockerungen für Museen, Galerien etc. in Kraft treten. Die Möglichkeit für Kunstinteressierte, in der kleinen Galerie in Hohenstein-Ernsthal eine besondere Ausstellung in Augenschein zu nehmen. Leider stehe ich nur ganz allein in der Galerie, um den Adventskunstkalender zu zeigen. Wir hätten sehr, sehr gern in dieser Woche für die Öffentlichkeit geöffnet. Leider ist es durch die erneuten Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich. Aber trotzdem wollen wir Ihnen auf diesem Wege zeigen, was wir alles in der Adventszeit hier ausgestellt haben. Denn die Galerieleitung hatte sich ja vor Weihnachten eine tolle Sache überlegt, und zwar unseren Adventskalender im Schaufenster der kleinen Galerie, wo im Prinzip an jedem Tag in der Adventszeit ein Türchen geöffnet wurde und an jedem Tag ein anderes Kunstwerk von Künstlern aus der Region präsentiert wurde. Und unsere Überlegung war, das für die Gäste natürlich unter Einhaltung aller Hygienekonzepte noch einmal zu öffnen und im Prinzip alle Werke einmal gleichzeitig zu zeigen, sogar noch ein bisschen mehr, weil manche Künstler auch mehrere Werke abgegeben hatten. Und ich glaube, das war eine sehr, sehr gute Idee. Leider hat uns auch hier die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und jetzt versuchen wir, das Beste draus zu machen, um zumindest auf diesem Wege die Werke, die ja doch ganz unterschiedlich sind,
nochmal der Öffentlichkeit zu zeigen. Es gab schon die eine oder andere Gemeinschaftsausstellung in der kleinen Galerie, aber die Adventsausstellung vereinte Malerei, Grafik, Fotokunst und Plastik dann doch auf ungewohnte Weise, weil die Werke von 23 verschiedenen Künstlern stammten. Die haben ganz unterschiedliche Kunstwerke uns auch zur Verfügung gestellt. Und insofern ist es eine sehr, sehr bunte Ausstellung mit ganz unterschiedlichen Dingen. Und wer besonders die Abwechslung in der Kunst mag, der kommt hier auf seine Kosten. Es ist zugleich ein Zeugnis davon, dass Hohenstein-Ernsthal ein Hort für Kreative ist. Ja, ich glaube schon, dass wir in Hohenstein-Ernsthal eine Stadt der Kunst und der Kultur sind. Wir haben normalerweise sehr viele Veranstaltungen, wir haben Ausstellungen im Rathaus, hier in der kleinen Galerie, wechselnde Ausstellungen im Textil- und Rennsportmuseum, aber natürlich auch im Karmeihaus, wenn dort gerade mal nicht gebaut wird. Aber auch dort wird es ja in Zukunft wieder verschiedenste Sonderausstellungen geben. Und wir haben, glaube ich, auch eine bunte Kulturszene hier zwischen Chemnitz und Zwickau. Und da gibt es auch viele Kontakte über Hohenstein-Ernsthal hinaus. Und ich hoffe wirklich sehr, dass es uns bald wieder möglich ist, Ausstellungen zu organisieren, der Öffentlichkeit zu zeigen und dann auch im Rahmen von schönen Feiern diese wieder zu eröffnen. Seit 2020 müssen sich die Menschen in Abstinenz üben. Ich persönlich vermisse natürlich die vielen persönlichen Kontakte, die vielen Gespräche mit Menschen vor Ort, auch in der Galerie, auch in der Kunst, wo wir ja regelmäßig Ausstellungen eröffnen, wo wir viele Gespräche führen. Und auch wenn dies heutzutage telefonisch und über diese vielen Videokonferenzen und Plattformen, die es da gibt, natürlich das Gespräch als solches möglich ist, ist der persönliche Kontakt, das sich ins Auge sehen, das vermisse ich schon. Und ich drücke nur die Daumen, dass uns jetzt wirklich bald der Weg aus dieser Corona-Pandemie gelingt. Und es wieder ganz normal sein wird, eine Galerie wie die kleine in Hohenstein-Ernsthal zu besuchen, um Kunst zu erleben, auch zusammen mit anderen. Besonders dankbar bin ich natürlich für die vielen guten Ideen unserer Galerieleitung hier, die Frau Hirsch, die mit viel Engagement das Ganze auf die Beine gestellt hat. Deswegen ein dickes Lob an Sie und natürlich auch ein Dankeschön an alle Künstler, die uns hier bei dieser Aktion unterstützt haben. . 2019 fand in Niederfrohna das 10. Jahnrad-Kriterium statt. Schon vor Corona, Anfang Februar 2020, verkündete Niederfrohnas Bürgermeister Klaus Kertscher, dass aus Termingründen die 11. Auflage ausfällt. Auch 2021 wäre terminlich nichts drin gewesen. Die Zeichen standen auf Ende für diese Radsportveranstaltung. Es hat eine Weile gedauert, bevor man, denke ich, das registriert hat, dass das Highlight hier in Niederfrohna und Umgebung, das muss man dazu sagen, das letzte sein sollte. Es gab viele, die an den Bürgermeister herantraten und die gesagt haben, Mensch, das kann man doch nicht so abrupt abbrechen. Geht doch nicht. Na ja, gut, ich habe das so eine Weile hingenommen und durch Druck, ich sage mal so, meiner Mitarbeiterinnen hier im Amt und natürlich auch zu Hause von meiner Frau, habe ich letztendlich gesagt, nein. Und wir können es auch nennen, da gab es in Rainer Reichenberger, der eine Idee hatte und sagte, ne, dann nennt es doch 10+1. Und viele Ideen waren da so im Gespräch, aber ich habe gesagt, nein. So, aber wie letzten Endes das eben so schön kam, naja, jetzt machen ja viele Künstler, ich will mich nicht mit den Künstlern vergleichen, aber viele machen das ja Comeback zum Comeback. Und da habe ich mir gesagt, wisst ihr was, da meine Amtszeit ja in 2 Jahren ohnehin endet, habe ich gesagt, na gut, haben wir uns zusammengesetzt hier im Amt bei Zeiten und haben gesagt, na gut, wir werden dann ein 11. Jahnrad-Kriterium durchführen. Geplant ist das 11. Jahnrad-Kriterium nun Ende Juli. Das Was und Wie hängt auch hier von der Corona-Entwicklung ab. Aber die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren. Dass man sich zu diesem Schritt entschied, hat auch damit zu tun, dass viele, die diese Radsportveranstaltung unterstützten, sich ebenso bei der 11. Auflage einbringen möchten. Es sind leider viele, viele Sportveranstaltungen weggebrochen. Und es wäre schön, wenn man so ein eingefleischtes Event wie das Radrennen doch erhalten könnte. Vielleicht findet sich jemand, ich bin jederzeit bereit mitzuhelfen. Das ist mir die ganze Sache wert, weil es wirklich eine Top-Veranstaltung ist. Und ich freue mich jetzt schon drauf, dass wir hier wieder Ende Juli uns treffen können
dass es losgeht. Neben dem Moderator Bernd Lindner nahm auch der Moderator Rainer Rechenberger beste Eindrücke von den ersten 10 Auflagen mit. Was hier in Niederfohne abgeht, was der ganze Ort da auf die Beine stellt, die Mitarbeit der einzelnen Truppen von der Feuerwehr über die Frauen und, das ist als wirklich ein Beispiel. Und ich kenne nur wenige Bürgermeister, die so eine Veranstaltung auf die Beine stellen, wo alle dahinter stehen. Und ich kenne ja persönlich nur alle einstigen großen Rennfahrer der DDR. Und mit denen ich spreche, die sagen alle, was hier in Niederfohne abgeht, das ist top. Von Olaf Ludwig über Thomas Barth bis Bernd Trogan angefallen, die sind alle restlos begeistert. Die Promis nach Niederfrohna zu holen, war stets Aufgabe des ehemaligen Waldheimer Bürgermeisters Steffen Blech. Ich muss ehrlich gestehen, im vergangenen Jahr war ich ganz traurig. Ich bin voller Euphorie nach Niederfrohna gekommen. Ich dachte, der Klaus macht jetzt hier wieder die Einführungsrunde bzw. die Auftaktrunde. Und dann sagt er, nee, es war das letzte Radrennen. Da war ich richtig traurig. Und Niederfrohna, das Radrennen, hat Beispielcharakter. Das muss man einfach sagen. Weit über die Grenzen, kann man schon sagen, von Sachsen hinaus. Und die Promis, die ich angerufen habe, angefangen von Olaf Ludwig, Olympiasieger, Weltmeister, Bernd Trogan, Jan Schur, haben alle zugesagt. Natürlich unter den Voraussetzungen Corona, dass sie an diesem Event mit teilnehmen werden. Also das freut mich ganz besonders. Der eine oder andere unter Vorbehalt, aber es ist eine super Veranstaltung und es gebührt dem Klaus Kartscher wirklich großes Dankeschön, vor allen Dingen seiner Frau. Das ist ganz wichtig. Ich weiß, was dahinter steckt. Und es wäre wirklich schön, auch wenn dein Nachfolger oder wenn das weitergeführt würde. Denn Sportveranstaltungen zu organisieren, ich weiß, was es bedeutet, was alles notwendig ist, welcher Kraftakt das darstellt. Das ist nicht von heute auf morgen organisiert, sondern da gehört viel dazu, da gehört ein ganzes Team dazu. Aber einer, der vorne ran steht, der das will, und das ist Klaus Kartscher. Klaus, herzlichen Dank. Ein Weltmeister, nämlich der Hochradfahrer Helmut Arnold, half ebenfalls bei den Vorbereitungen der bisherigen Veranstaltungen. Ich habe mich um die altertümlichen Räder gekümmert. Und ich muss sagen, in diesem Jahr haben wir auch eine gute Verbindung zu den internationalen Leuten. Ich werde sie in diesem Jahr nicht wieder einladen, denn der Aufwand ist enorm groß gewesen, sodass ich das bedauere. Ich bin schon von einigen angesprochen worden, die daran teilgenommen haben. Ob das dieses Jahr wieder ist, ich sagte nein. Corona macht auch 2021 vieles aufwendiger. Ob es nach dem 11. Jahnrad-Kriterium weitergeht, weiß man noch nicht. Da muss man sehen, ob sich da jemand dazu bereit findet, das weiter zu organisieren. Fakt ist aber erstmal eins, es sollte nicht sterben. In diesem Jahr ist auf jeden Fall der Sportverein Niederfrohna wieder mit dabei. Beginn der Veranstaltung wird nicht, wie sonst, am Morgen sein, sondern das erste Rennen wird am Mittag das der Jedermänner sein. Wir werden dann ein großes Hauptaugenmerk auf Nachwuchs legen, also auf Kinderrennen, in der kleinen Runde hier ums Rathaus rum und dann anschließend natürlich unser Prominentenrennen, wo sich jetzt mittlerweile ganz, ganz viel da schon gemeldet haben und auch wirklich große Promis, das muss man sagen. Und gestern habe ich eine Zusage gekriegt von Jens Weißfluch, der letztes Jahr oder vergangenes Jahr schon da war, der ja damals schon geäußert hat, dass er hier viele, viele wiedergesehen hat, mit dem er früher schon einmal Kontakt hatte. Und er sagt jetzt noch, das war eine tolle Veranstaltung. Im vergangenen Jahr gab es statt des Rennens einen Sportler-Stammtisch. Zum 11. Jahnrad-Kriterium ist neben Sport auch wieder Tanz, ein Höhenfeuerwerk und anderes geplant. Alles natürlich abhängig davon, wie es sich mit der Corona-Pandemie weiterentwickelt. Sattkabel in Burgstedt ist der Spezialist für das schnelle und preiswerte Highspeed-Internet über Fernsehkabelnetz.
Bei uns surfen Sie nicht nur mit Höchstgeschwindigkeit, sondern sichern Ihre Daten auf entfernten Servern, können Fernsteuerungen in Echtzeit durchführen und spielen mit einem Superping. Hinzu kommt das Telefonieren in bester Qualität bei kostenloser Rufnummernmitnahme und günstigen Minutenpreisen. Lassen Sie sich beraten zu unseren attraktiven Komplettangeboten. Entweder vor Ort im Ladengeschäft oder telefonisch unter 03724 666 535. Besuchen Sie unsere Website sat-kabel-online.de. In der Stadthalle in Limbach-Oberfrohna hieß es ab 24. März nicht Show und Unterhaltung, sondern Impfen, Impfen, Impfen. Die Stadt hatte die Einrichtung zu einem operativen Behelfsimpfzentrum umfunktioniert. Wird unterstützt vom DRK aus Dresden. Also heute ist ein mobiles Team aus Dresden vor Ort. Wir impfen heute 180 Impflinge hier im Impfzentrum. Geplant ist jetzt erstmal bis Samstag zu impfen. Wir sind gerade in der Diskussion, ob wir das hier weiterführen können, in welcher Form und in welchem Zeitraum, müssen wir dann erstmal gucken, je nachdem, wie Impfstoff zur Verfügung steht. Das ist so die zentrale Frage und wie die Technik zur Verfügung steht, die wir für die Registrierung der Impflinge brauchen. Also ursprünglich hatten wir ja uns auf die Anfrage, die vom Sozialministerium bzw. vom Landkreis kam, beworben, dass wir den zweiten Stützpunkt kriegen für ein Impfzentrum. Daraus ist dann im Laufe der vergangenen Wochen die Fragestellung geworden, so ein operatives Behelfsimpfzentrum einzurichten. Da haben wir unsere Bewerbung für die Stadthalle entsprechend erneuert. Und wir hoffen immer noch darauf, dass diese Lösung dann auch verstetigt wird. Im Moment sind wir aber auch sehr froh drüber, wenn hier tageweise die Impfungen für unsere Bevölkerung, das heißt im Moment für Niederfrohna und Limbach-Oberfrohna, erfolgen können. Diese Möglichkeit hier zu schaffen, bot sich schon deswegen an, weil gemessen an der Einwohnerzahl LO nach Zwickau die größte Stadt im Landkreis ist. Außerdem: Die Wege zum Impfzentrum, ob das nun Mittweida ist, Chemnitz oder Zwickau, sind sehr, sehr lang. Und wir haben ja jetzt die vulnerablen Gruppen eigentlich ab 80, mittlerweile auch freigegeben ab 70 Lebensjahren, die wir hier im Fokus haben, wo es einfach auch nicht mehr zumutbar ist, gerade weil das Angebot ÖPNV dafür einfach nicht gemacht ist bei uns, muss man leider so sagen. Aus dieser Idee heraus haben wir ja auch den kommunalen Fahrdienst bei uns in Limbach-Oberfrohna angeboten die letzten Wochen und zwischenzeitlich 800 Personen über diese Wege in den Impfzentren der Region eine Impfung ermöglicht. Aber es ist halt schön, jetzt zu wissen, wir können das hier vor Ort machen und machen aus dem Standort Limbach-Oberfrohna jetzt keinen Nachteil mehr für alle, die impfwillig sind und einen Termin brauchen, sondern bieten das vor Ort an. Das operative Behelfsimpfzentrum auf die Beine zu stellen, war in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung. Sowohl in der Organisation als auch bei der Frage, wer macht es, wer unterstützt, wo kriegen wir das medizinische Personal her, die Fachkräfte, den medizinischen Bereich, die du brauchst. Und natürlich die ganz, ganz entscheidende Frage, ist überhaupt genug Impfstoff da? Und wenn ja, wann? Und wenn ja, wie lange und wie viele Dosen? Und das ist ein Thema, was uns auch weiter beschäftigt. Daher ist es ja jetzt auch diese Lösung mit dem mobilen Team geworden, wo wir sagen, wenn das DRK die Möglichkeit hat, es ist eins frei, dann wird es hierher geschickt und dann werden wir sehr kurzfristig dann entsprechende Termine vorvereinbaren, mit der Hoffnung, dass das dann auch wie heute hier vernünftig und gut klappt. Da bin ich aber ganz überzeugt davon, dass uns das auch in den Folgetagen gelingen wird. Alle Hände voll zu tun für das gesamte Organisationsteam. Wobei das nicht nur die Stadt alleine gemacht hat, sondern mit ganz, ganz großer Unterstützung von unserer Stadthalle, die ja ein super Team hat um Wolfgang Thurn herum und hier von Security, Begleitung und alles zum Empfang, einfach um die Leute auch an richtigen Ort und Stelle zu lotsen, bis hin zur Ausstattung eben der Impfkabinen und alles, was dazugehört, hier eine absolute Löwenarbeit geleistet hat. Und wir als Stadtverwaltung haben das ein Stück weit einfach begleitet. Und unser Fokus lag darauf, zu sehen,
Wie erreichen wir die Leute, die die Impfberechtigung haben bei uns in Limbach-Oberfrohna und auch in Niederfrohna? Und wie organisieren wir dort die Termine? Und das ist ja für uns in der Größenordnung auch eine ganz neue Erfahrung gewesen. Also es ist sehr, sehr viel Aufwand im Hintergrund. Und die Kolleginnen, die sind wirklich Tag für Tag 8 bis 10 Stunden, manchmal auch 12, manchmal am Wochenende, manchmal bis spät abends eingetaktet, rufen an, versuchen Termine zu machen. Und das trifft aber auch auf sehr, sehr viel positiven Zuspruch. Das merken wir ja bei denen, die sich hier um einen Impftermin in ihrer Stadt ja einfach bemüht haben. Nicht zu vergessen das mobile Impfteam. Neben den Verantwortlichen vom Deutschen Roten Kreuz, die das mobile Impfteam im Prinzip dann begleiten, das heute von den Maltesern kommt, morgen sicherlich von anderen Hilfsorganisationen. Das mobile Impfteam heißt, das ist die Logistik um den Impfstoff herum, die gebraucht wird. Also wir sind jetzt hier 5 DRK-Kräfte. Wir haben 2 Ärzte heute da, wir haben 3 MFA da. Wir haben eine Apothekerin da, die den Impfstoff aufzieht. Geplant kann man hier bis zu 6 Boxen besetzen, je nachdem, wie das Personal zur Verfügung steht. Man kann sagen, von Arztpraxen haben wir welche gewonnen. Der Kreisverband vom Deutschen Roten Kreuz für uns, also für das Chemnitzer Umland, von Hohenstein-Ernsthal, von Zwickau. Es wird hier in jede Richtung quasi gefragt und Unterstützung gesucht. Und ich muss sagen, das funktioniert sehr, sehr gut. Alle sind hier absolut hilfswillig und bereit, mitzuwirken. Für das DRK im Landkreis Zwickau ist die Stadthalle in LO nicht der einzige Impfeinsatzort. Ja, wir betreiben ja schon die Stadthalle in Zwickau. 4 Kreisverbände, Hohenstein-Ernsthal, Zwickau, Zwickau-Land und Glarau. Ja, wie gesagt, auch dort, wie, je nachdem wie Impfstoff zur Verfügung steht, so kann man dann die Impflinge einbestellen oder beziehungsweise wie die Anmeldeportals laufen. Die Bedingungen, die in LO geschaffen wurden, kommen beim mobilen Impfteam sehr gut an. Vorbereitungen sind ganz toll gemacht von der Stadt Limbach, muss ich sagen. Hätte ich so nicht erwartet, dass es so ein kleines Impfzentrum geworden ist hier. Es ist alles sehr gut durchorganisiert von der Stadt Limbach. Und ja, also unsere Leute sind begeistert. Gute Bedingungen schuf die Stadt auch für ihre impfwilligen Einwohner. Also es ist ja so, wer die Impftermine über das Online-Portal bzw. diese landeseinheitliche Hotline gewählt hat, der kann sich ja nur ein festes Impfzentrum auswählen. Und den Status haben wir jetzt noch nicht als Limbach-Oberfrohna, sodass im Prinzip diese Leute dann auch leider in Sachsen ja so geregelt sich selbst um alles kümmern müssen, egal welches Lebensalter sie haben, wenn es nicht der Krankentransport ist, der dann wieder über andere Schienen läuft und dann irgendwo hinkommen müssen. Und in Limbach-Oberfrohna ist es so, dort hat die Stadtverwaltung das selbst gemacht, weil wir ja natürlich wissen, wer wohnt bei uns, wo ist die Anschrift, wie erreichen wir die am besten. Und solange die Impfberechtigung sich darauf beziehen, nach dem Lebensalter, 80 Jahre und jetzt neuerdings 70 Jahre, ist es für uns kein Problem, diese Menschen zu erreichen, das Angebot zu unterbreiten und die Organisation zu übernehmen, weil ansonsten läuft ja alles über das Deutsche Rote Kreuz, die diese Möglichkeiten so individuell nicht haben. Na, die sind darauf angewiesen, wer hat sich über das Online-Portal angemeldet insbesondere. Und also ich möchte das den Leuten um Gottes Willen nicht absprechen, aber ich kenne es zum Beispiel von meiner Oma, da weiß ich, die hätte auf dem Online-Portal, gerade wenn dort Fehler kommen und du keinen Termin gerade verfügbar hast, die wäre daran verzweifelt, auf gut Deutsch gesagt. Und das war eigentlich auch der Ansatzpunkt für den Oberbürgermeister, für mich, für die ganze Verwaltung zu sagen, wir müssen an der Stelle andocken und den Leuten eine Kommunikationsschiene eröffnen, wo sie sagen, sie wissen, mit wem sie sprechen. In dem Fall mit der Stadtverwaltung, sie wissen, wo es ist, möglichst ortsnah und sie wissen im Zweifel auch, wie sie hinkommen. Also es ist auch nach wie vor so, für Ausnahmefälle bieten wir auch nach wie vor den kommunalen Fahrdienst an. Einfach, dass wir ein guter Dienstleister sind für unsere Bürger. Mitte März gingen die Anschreiben raus. An ungefähr 1500 Personen der berechtigten Altersgruppe, von denen wir wussten, sie sind A, nicht im Pflegeheim und B, haben wir sie noch nicht in die anderen Impfzentren gefahren. Und die haben sich dann sehr, sehr geduldig zeigen müssen mit uns, weil wann genau es losging, war lange Zeit noch unbekannt. Wir haben dann auf den 22. März als Anfangsdatum, also auf diesen Montag, gesetzt. Und die Impfstoffverfügbarkeit hat jetzt aber dazu geführt, die Diskussionen, die jetzt vergangene Woche waren, will ich nicht wiederholen, was den Impfstoff betrifft, dass wir heute anfangen können. Und deshalb ist es am Ende der 23. geworden. Und wir sehen jetzt zu, dass wir die Leute, die sich schon jetzt angemeldet haben, dass wir denen so zeitnah wie möglich einfach einen Impftermin anbieten können.
Na, also es kommt jetzt entscheidend darauf an, wann wir wie viel Impfstoff hier in die Stadthalle bekommen. Und ich hoffe einfach, dass da jeder für unsere Situation noch ein bisschen Verständnis zeigt. Wir tun, was wir können. Wir können den Stoff nicht herhexen nach Limbach-Oberfrohna. Und es sind aber wirklich alle, das kann ich versichern, die hier an der Organisation beteiligt sind, absolut dran an der Sache. Und da gibt es keinen Zimperlein. Wir ziehen hier durch und wir machen möglich, was möglich zu machen geht. Wie lang wird die Stadthalle operatives Behelfsimpfzentrum sein? Also die Impfstofffrage, solange die steht, behindert uns ja darin, hier kontinuierlich durchzuziehen. Grundsätzlich hatten wir es mal angedacht für die Bevölkerungsgruppen, die ich schon genannt habe, ab 70. Da haben wir eine Kapazität von irgendwas 3 bis 4 Wochen, die wir dann abstecken können. Und der eigentliche Plan war eben, diese Zeit durchzuziehen. Dann gibt es ja den Zweitimpfungstermin, sodass sich in einem Zeitraum irgendwo, der sich zwischen 6 und 10 Wochen befindet, die Sache abläuft. Jetzt müssen wir gucken, ob das nicht langfristiger gedacht werden muss. Wir werden ja alles tun, solange wir, sag ich mal, die Leute haben, die Nachfrage also da ist und solange, sag ich mal, wir auch sicher gehen können, dass wir regelmäßig beliefert werden. Und die, die heute da sind, haben ja ihren Zweittermin jetzt schon gekriegt und damit ist ja auf jeden Fall klar, dass die Einrichtung für diesen Zweittermin hier auch da sein muss, weil der findet an dem gleichen Wochentag nach einer bestimmten Wochenzahl am gleichen Ort statt. Das hängt halt genau davon ab, welcher Impfstoff kommt und das ist Tag für Tag unterschiedlich.